Herzlich willkommen zu einem neuen zu einem neuen Versuch bei Eron. Ich habe noch ein bisschen schlau gemacht über dieses Spiel und scheinbar ist die Luftkontrolle, über die ich mich beim letzten Mal so ein bisschen ausgelassen habe, deutlich besser. Und gefühlt, jetzt wo ich es ausprobiere, tatsächlich scheint es zu stimmen. Wenn man die Springen-Taste, das war gerade seltsam, aus welchen Gründen noch immer, meine Güte, wie ich mich anstelle, wenn man die einfach gedrückt hält. Weil das dann irgendwie sich anders verhält, warum auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich in der Schule in Physik nicht genug aufgepasst dafür. Ah, meine Güte. Ich habe das doch gerade 5-mal versucht und hat beim 5-mal geklappt auf Anhieb. Also beim 5-mal auf Anhieb. Okay, vielleicht war das der Fehler. Zugegeben, das könnte sein. Dass das der Fehler war. Der Gedanke, wenn es einmal klappt, dann... Ja, dann wird es schon immer klappen beim nächsten Mal. Ach, mein Öl. Wow, das war knapp. Ups. Dumm-di-dumm. Alles gut. Es ist deutlich einfacher, wenn man direkt in die Mitte der Kugeln trifft. Was ich jetzt leider gerade nicht immer getan habe, aber hey. Ich habe gerade Vögel aufgescheucht, okay. So, das sieht... Ah, ein Loch im Boden. Kann ich irgendwie durch die Tür oder so da rein? So? Sieht nicht so aus, ne. Okay, was haben wir da rechts? Geht's auch nicht weiter. Gut, dann muss ich wohl hier runter. Los geht's. Oh, ich falle. Wow. Was zur Hölle? Was ist jetzt los? Ah, Hilfe! Verfolgt er mich? Die Sau! Ich hab dir nichts getan! What? Nein! So knapp! Oh. Das ist lustig. Ich glaube, das ist der 4. Abschnitt. Es gibt ein neues Spielelement. Den Laser von links. Irgendwie, glaube ich. Warum bin ich jetzt da? Ach so, natürlich. Ich habe die Springtaste losgelassen. Was total dämlich ist. Dass das einen Unterschied macht, wenn ihr mich fragt. Das ist total dämlich. Aber gut, so ist dann wohl die Steuerung des Spiels. Schön, dass ich das in Folge Nummer 4 müsste das sein, auch endlich mal rausgefunden habe. Das Spiel sagt einem nämlich nicht wirklich viel, wie es funktioniert. Ey, da habe ich rechtzeitig losgelassen. Da habe ich zu früh losgelassen, da habe ich zu früh losgelassen. Da habe ich rechtzeitig losgelassen. Hä, was war das jetzt? Und was? Warum wird das da schwarz? Das ist ja gemein. Was? Wie gemein! Dass man da die Gegner nicht mehr sieht. Finde ich nicht gut. Ah, das war blöd. Das war eine Koordinierungsstörung. Wow, was? Ich lebe? Ach so. Hä? Da hat gerade die Shift-Taste gelockt. Irgendwie komisch. Also die Ebenenwechsel-Taste. So, jetzt aber. Das war der letzte Sprung, der wieder so ein Kugelsprung war. Das ist eine Sache, die ich jetzt... Ah, endlich! Was? Nein! Oh, ist das gemein! Dass man da nicht sieht, wo man hin muss. Hä? Was ist jetzt passiert? Oh! So, ich muss jetzt hier runter. Meine Güte! Das kann doch nicht so schwer sein! So. Was zur Hölle? Warum falle ich da eigentlich noch, wenn ich dann... Ne? Wegen und so. Weil ich ja in dem Aufwärts... Ich probiere jetzt mal was. So.
Ach so, ich kann da gar nicht darauf stehen bleiben. Es gibt ja gar nicht sowas wie einen Windschatten hier. Sondern wenn ich auf der Kugel stehe, werde ich einfach wieder nach oben gerissen von der Luft. Finde ich ein bisschen seltsam, aber hey, so ist das Spiel, was soll's. Nein! Vielleicht hätte ich das auch... Was? Das meine ich. Dass ich da dann einfach weiterfalle, obwohl ich ja eigentlich im Aufwärtsstrom bin. Also wenn ich unterhalb der Plattform bin, müsste ich ja eigentlich wieder hochfliegen können und alles wieder in Ordnung bringen. Klappt aber nicht. Irgendwie. Weil ich dann einfach weiter nach unten falle. Ey, so wird das nix. Ich glaube. Was? Hä? Hä? Hab ich da gerade der Laser erwischt oder was war das? Ich kapier's gerade nicht. Ich finde das blöd, dass man da die Sicht... und dass diese Überhänge da sind, auf die man nicht treten kann. So. So ist das schon besser. Diese Überhänge meine ich. Auf die kann man nämlich nicht drauf. Da fällt man runter, obwohl man da visuell noch drauf steht. Ziemlich bescheuert eigentlich, wenn ihr mich fragt. Oh, come on! Das ist jetzt nicht wahr. Dabei gebe ich mir jetzt extra Mühe, ja? Und... Wie war das? Oh, meine Güte! Jetzt nicht wirklich! Ich hab's doch wieder fast gehabt. Ich muss da nach rechts und... Ich glaube, die Taste drücken, ne? Ich muss shiften. Hier muss ich nicht shiften. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es rausgeschnitten. Ja, wahrscheinlich schneide ich es raus. Schauen wir mal. Jedenfalls ist es gerade ein bisschen frustrierend. Komm schon. Das kann doch... Nein! Wirklich? Hä? Jetzt. Okay. Ich bin unten. Nein! Was war das denn gerade? Ich bin gerade nicht von der Springtaste runter, sondern nur von der Shift-Taste. Was eigentlich... Oh, komm schon! Was zur Hölle? Und auch da bin ich... genau, hier funktioniert das immerhin, das, was ich gerade meinte. Man kann wohl doch von unten wieder hochfliegen. Ich kapiere auch nicht ganz, warum der Bildschirm hier so schwarz wird und man da nichts mehr sieht. Das ist einfach nur dumm. Das macht das Spiel schwer, ja, aber einfach dumm. Come on! Was war das denn? Okay. Wenn ich einfach nichts tue. Wenn ich einfach nichts tue, dann fliege ich da direkt durch wieder nach oben und kann einfach mal abwarten, bis der schwarze Bildschirm durchging. Das ist ziemlich bescheuert, aber scheint zu funktionieren. Come on. Wie war das? Einfach warten, ne? Nee, jetzt. Einfach nichts tun und warten.
Dumm-di-dumm, schwarzer Bildschirm. Sehr schön. Und das Ganze nochmal von vorne, direkt mit Laser. Was soll's? Der macht ja nichts. Es sei denn irgendwie manchmal irgendwie komisch. Wie auch immer. Nein! Hä? Warum ging das jetzt gerade nicht? Vorher ging es doch auch. Oh, Junge! Was? Warum hat mich jetzt der Laser getötet? Ich verstehe das nicht ganz. Warum der mich manchmal tötet und manchmal einfach vorbeigeht und nichts tut. Wenn ihr eine Ahnung habt, woran es liegen könnte, dann, falls ich es nicht rausschneide, dann schreibt mir doch. Oh, bitte! Ich wollte doch nur ein bisschen bremsen, um nicht zu schnell zu sein. Grrr. So. Der erste Teil ist einfach nur nervig und ätzend. So eine Art Jumpscare. Nicht wirklich gruselig. Nicht wirklich fordernd, sondern einfach nur dumm. Oh, was war das denn? Ich bin richtig abgesprungen. So, wie war das? Hier und shiften, ne? Und dann... Was? Was ist das denn für eine blöde Stelle? Und dann kommt der Laser von oben. Und ich muss aber quasi in seine Richtung, oder wie? Kann mir einer bitte sagen, wie das gehen soll? Oh! Weil ich verstehe es gerade nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie viel der Versuch das hier gerade ist. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas rausgeschnitten habe zwischendurch. Ich weiß nur, dass ich gerade ziemlich frustriert bin von dem Spiel. Ah, was zur Hölle. Das Gemeine ist ja, dass man da auch nichts sieht nach unten. Das heißt, das sind alles blinde Sprünge. Und das ist total super für den Plattformer. Also ja, dieses Spiel ist bockschwer, aber dieses Spiel ist bockschwer, weil es einem... Weil es einem einfach keine Informationen darüber gibt, was man tun muss. Nichts. Alles muss man selber rausfinden. Alles muss man sich selber erarbeiten. Ah, come on! Das gibt's doch jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das heute noch was wird. Ah, doch, das wird noch was. Ich muss das doch irgendwie schaffen. Ich kann doch nicht hier Muckes Spiel einfach nicht zu Ende spielen. Warum genau funktionieren die hohen Sprünge nicht, wenn man schon einen Impuls in die Richtung des Sprungs hat? Ich verstehe das nicht. Das war gerade ziemlich dämlich. Das war gerade seltsam. Muss ich da ernsthaft kurz stehen bleiben dann? Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen wortkarg bin, aber das Spiel macht mich einfach fertig. Come on! Ich war in der Aufwärtsluft und nicht mehr so schnell, dass ich da irgendwie kaputt.
kaputt gegangen wäre beim Runterfallen. Ersten Teil, ich habe keine Ahnung, was ich jedes Mal mache. Meine Finger machen irgendwas und meistens funktioniert's. Ach so, nee, hier war das, ne? So, jetzt. Okay, einfach kurz stehen bleiben. Dann hier rüber shiften, hier wieder zurück, hier wieder shiften, hier wieder zurück. Dann nochmal shiften, wieder zurück. Ach, und jetzt plötzlich kann ich in den roten Strahl reinlaufen, ohne dass ich sterbe oder wie. Das ist ja bescheuert. Ich glaube, ich muss da mal noch ein bisschen üben. Ja, ne, da habe ich jetzt gerade erwischt. Und da ist dann plötzlich irgendwie... Bin ich dann weg oder was? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, ich kapiere es nicht. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin.